Peter Maffay baff? Mit Tabaluga-Erfolg hat er nie gerechnet. Tabalque schafft es vom Experiment zum erfolgreichen Drachen. Peter Maffay, 73, erfand vor 40 Jahren die Märchenfigur Tabaluga und zaubert seit langem ein Lächeln in Kindergesichter. Bis heute ist der grüne Drache zusammen mit der Musik des Rocksängers im Fernsehen und auf der Bühne zu sehen. Peter beichtet gegenüber Promiflash, dass er selbst als Schöpfer nicht an großen Erfolg geglaubt hat. Vom Rocksänger zum Märchenonkel schaffte Peter eine Figur, die seit vielen Jahren Generationen begleitet. Und eigentlich war das ein Experiment, es sollte einmal... Vier Musicals mit 2,5 Millionen Zuschauern, drei TV-Staffeln und einem Kinofilm, ist Tabaluga in Deutschland nicht mehr wegzudenken.